Ja, liebe Schützen, liebe Bruderschaftsfamilie, heute am Sonntag unseres eigentlichen Bröhrfestes steht natürlich am Vormittag eigentlich die Jubilarehrung an, die wir im Festzelt mit vielen hundert Schützen unserer Gemeinschaft gemeinsam feiern würden. Das ist in diesem Jahr leider nicht so, aber nichtsdestotrotz haben wir uns überlegt, dass wir unsere Jubilare in diesem Jahr nicht vergessen wollen und dass wir sie auf halt besondere Weise wertschätzen. Deswegen sind wir seitens des Vorstandes gemeinsam mit der Generalität in den letzten Tagen vor diesem Schützenfestwochenende zu unseren Jubilaren nach Hause gefahren und haben dort die Jubiläumsurkunde, das Festabzeichen der Bruderschaft und einen Gutschein für einen Blumenstrauß für die Partnerin dann persönlich überreicht. Wir hoffen sehr, dass unsere Jubilare diese Form der Wertschätzung auch in diesem Jahr ausnahmsweise einmal mittragen. Wir haben überall feststellen können, dass wir freudig und herzlich aufgenommen worden sind. Wir wünschen unseren Jubilaren von dieser Stelle aus ein herzliches Glück auf, sagen ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum und würden euch und uns wünschen, wenn wir noch lange in dieser Bruderschaft, in unserer Gindorfer Bruderschaft, gemeinschaftlich Feste feiern können. Ganz herzlichen Dank.